Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Squadrons. Der Kern ist aktiv. So, das haben wir schon mal alles. Ja, ich weiß, dass die Sprengsätze da sind. Wo sind die Jäger da? Du kannst mir nachher danken. Ich höre doch nicht drauf, wer ich daneben bin. Da. Ich weiß, deswegen will ich extra da weg sein, wenn ihr drauf ballert. Ich letzte Rosentie. Nein, nicht in den Antrieb reinfliegen. Jetzt hau ich da gleich wieder weg. So, Triebwerk muss runterfahren, können wieder hochfahren. Schaffen wir, jawoll. Noch irgendwo eine? Da hinten irgendwo noch. Ich werde mich nicht bedanken. Und die kriegen wir auch noch. Alles drauf, was wir haben. Bei 1200 Meter sind noch zu, haben wir noch Zeit. Scheiße! Ich dachte, wir haben noch Zeit. Oh Gott. Ah, verdammt, ey, scheiße. Ich dachte, wir hätten noch 2000 Meter, weil da stand ja noch 1000 da oben. Ah, verdammt, ey. Okay, also wir müssen uns wirklich mehr auf die Kerne konzentrieren. Hoffentlich. Guck die auch was vor da. Geht, zu weit weg, das Scheißding. Ich hatte die mit Rücken frei. Gut gefeuert. Hat mich im
Den müssen wir weghauen, weil der ist fast weg. Und dieser Kern, warte, aber den hauen wir weg. Zack. Okay. Wir Zeit aber noch 2000. Okay, jetzt diesmal haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Wo ist das Scheißding? Wir haben es geschafft! Yes, das war eigentlich gar nicht mal so schwer. Wir haben es halt letztes Mal nur verkackt wegen. Ja, wegen Baum. Weil wir einfach zu langsam waren. Bist du denn? Verstanden, Overseer. Titan, Angriffsformation. Folgt mir und greift die Fregatte an. Diese Lammen, sie unterschätzen die Überlegenheit des Imperiums. Überlegene Stärke, überlegene Intellekt. Also voll drauf darf das Teil. Sie werden den Starhawk nicht in dieses Feld fliegen, ohne zu wissen, was sie darin erwartet. Wenn die neue Republik ein derartiges Risiko eingeht, wie viel ist ihnen dann der Starhawk wert? Genug, um ihre Moral zu zerschlagen, sobald wir ihn zerstören. Vorsicht, bleib auf Abstand, wenn der Kern explodiert. Ich werde mich nicht bedanken. Die Rakete, die kam schon längst. Wow, Alter, was war das denn? Okay, 4400 haben wir noch Zeit. Wir müssen auf jeden Fall deutlich draufballern. Bams. Was kann ich mit ihr machen? Ach, die können wir zerstören da. Oh, jetzt sehe ich das nicht. Verdammt. Ich glaube, ein paar Raketen mal nebenbei drauf. Weiß ich ja nicht, wo ist der Kurs überhaupt? Dahin müssen wir auch noch mal scannen. Ja, scan den Scheiß doch. Jetzt scannen sie eben nicht. Verzweifelt und unachtsam. Ausgezeichnet. Aktive Kerne bestätigt. Das ist unsere letzte Chance, Titan 3. Die Kiste ist doch noch so weit weg. Wenn ich die jetzt sprenge, ist doch dumm. Die sind doch noch extrem weit weg. Genau. Die Fregatte ist fast in Reichweite der Kerne. Ein Feind hat mich erfasst. Wartet auf den richtigen Moment, dann macht sie fertig, Titan 3. Okay, warte mal, stopp. Schieß Titan 3, jetzt oder... Oh, fuck! Scheiße! Scheiße! Ich hab mich selbst kaputt geschossen. Vielleicht sollte. Ja, ich meine, man sollte zwar Opfer bringen, aber doch nicht so. Was? Wie komme ich bloß auf diese Idee, mich einfach direkt daneben zu stellen? Oh Mann, ey. Das wird eine lange Folge, sag ich jetzt schon. Ah, hier spawnen wir zum Glück. Oh Gott, zum Glück. Oh komm, ich bin doch weggeflogen. Das bitte. So, jetzt sind nämlich die anderen Kerne, die wir noch brauchen. Ich gehe mal jetzt mal hier auf Speed, dass wir ein bisschen schneller sind. Genau. Genau, machen wir. Die Rebellen ahnen nicht, dass ihre Fregatte dem Untergang entgegenfliegt.
Sie haben die Kerne wohl nicht bemerkt. Sie sind verzweifelt und unachtsam. Ausgezeichnet. Oh, fuck! Ich muss echt da mit dem Scheiß aufhören. Ja, ja, ist ja gut. So, was ist die Rakete irgendwie vorprogrammiert hier? Okay, ich kann mich da zum Glück ein bisschen hinter den Teilen da wegballern. So. Direkt voraus ist eine Ansammlung von Kern. Sobald sich die Fregatte der Ansammlung nähert, jagen wir sie hoch. Titan 3, scanne die Kerne auf Aktivität. So. Die Rebellen ahnen nicht, dass ihre Fregatte dem Untergang entgegenfliegt. Ich muss aufpassen, dass sie nicht den Kern hochjagen. Sie sind verzweifelt und unachtsam. Ausgezeichnet. So. Wo ist die Fregatte jetzt? Da hinten, ne? Ja, okay, die ist relativ weit weg. Und diesmal stelle ich mich da nicht direkt neben die Kerne. Komme ich bloß auf die Idee, dass der Kern mich nicht mitnimmt, wenn ich daneben stehe. Ich muss nicht so stehen, dass ich ihn noch treffen kann, ne? Kann man doch mal so schlecht sehen, ne? Okay, warte ganz kurz noch. Jetzt. Jawohl! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Genau rechte, richtig. Die Fregatte wurde zerstört. Das ist eine Untertreibung. Overseer, wie ist die Lage? Gern geschehen. Kehrt zu Overseer zurück und tankt auf. Wir haben sie genau da, wo wir sie haben wollen. Der Storm ändert seinen Kurs. Sie fürchten euch, Titanstaffel. Wir haben die Rebellen in Richtung des Ringali-Nebels gedrängt. Hier wird Lyndon Javes zusammen mit seinem Starhawk untergehen. Oh, wir haben es ja schon geschafft. Tatsächlich. Wir haben sogar Effizienzmedaille gekriegt, wo ich so oft gestorben bin. Warte mal. In 17 Minuten. M11, Leute. Mission 11 abgeschlossen, in 17 Minuten oder weniger abgeschlossen. Ohne zu sterben, ja gut, haben wir nicht gekriegt. Wie haben wir das wohl geschafft? Zwei oder mehr Großkampfschiffe in höchstens 15 Sekunden zerstört. Okay, aber auch geschafft. Alle aktiven Kerne gescannt. Das haben wir natürlich auch gemacht. Das war ja diese eine Bonus-Quest da. Also gut, das hier hätten wir wahrscheinlich auch geschafft, wenn wir ein bisschen mehr nachgedacht hätten. Also hätten wir wirklich mal theoretisch mal eine Mission komplett mit allen Medaillen holen können, aber na gut. Auch dass es jetzt vielleicht noch möglich ist. Bleibt erstmal noch eine gute Frage. Du hast die Flotte der Neuen Republik und den Stork dazu gezwungen, den Kurs Richtung Ringali-Nebel zu ändern. Der Nebel stört Sensoren und Kommunikation, aber der Stork sollte dennoch leichte Beute sein. Okay, gehen wieder zurück zum Menü. Und ich würde sagen, hier an der Stelle beenden wir dann auch wieder die Folge. Und dann würde ich sagen, euch eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ciao. Die Folge von Star Wars Squadrons ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klick dafür einfach jetzt in die Mitte. Ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Und damit möge die Macht mit dir sein. Ciao.